Ich mag es, wenn ich mich selber effektiv heilen kann. Okay, wir haben hier da die Siedler von Sanctuary Hills mit Lebensmitteln versorgen. Diamond City und... Ah, wir haben ja noch eine Aufgabe. Okay. Na gut, okay, ich glaube, dann mache ich zuerst den ersten Schritt sozusagen. Du mal noch hier Cogsworth einen Besuch abstatten. Wo ist er denn gewesen? War doch hier irgendwo. Vielleicht freut er sich ja, dass jetzt ein paar Leute da sind. So, die Frage ist, wo müssen wir hin? Aha. Da ist also Tempius Bluff. Ah, Cogsworth! Cogsworth. Auch nicht Sir. schlecht. Ja, was denn? Cogsworth. Sir, willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Neue Freunde. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Fragen wir erstmal, ob er Möchtest du das mit denn? Wie möchte. Sie wünschen, Sir. Dogmeat ist zwar eigentlich auch ein sehr schöner Begleiter, aber mir hat's ehrlich gesagt diese lustigen Sprüche und vor allem der Flammenwerfer vom Cogsworth Ja, angetan. natürlich. Also würde ich Sie sogar wünschen, Sir. eher ihn mitnehmen erstmal. Die Leute hier, die können auch Keine jeden. Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen. Und unser lieber Dogmeat, der bleibt hier bei den Leuten und baut die ein bisschen auf mit seiner Anwesenheit. Ne, Hund? Ja. Das freut mich. Aber hier, unser schwebender Roboter hat einen Flammenwerfer sowie diverse andere Gerätschaften Wie es dabei. in deinem Zimmer wohl so ist. Das schauen wir später. Eine gewisse Bedeutung hat, muss es dort Ach ja, ich wollte ja schauen, ob schon was gewachsen ist. Nein, wachse. Wachse, wachse, wachse. Einen Moment mal. Funktioniert das, wenn ich einfach hier mal 12 Stunden schlafe? Ach, in 12 Stunden ist doch was gewachsen. Vielleicht klappt das ja. So, wie gesagt, eigentlich möchte ich Sanctuary Hills zum HQ machen, zum Hauptquartier. Denn hier sind wir aufgewachsen. Das ist eigentlich unsere Heimat. Und es ist nichts gewachsen. Möb. Das dachten sich die Pflanzen. Möb, selbst schuld. Naja, gut. Dann halt später, kein Problem. Ja. Na komm. Okay, dann auf nach Tenpenny Hills war's. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Okay, wir laufen mal richtig. Weiter aufgeräumt wird später. Jetzt schauen wir erstmal bei diesen netten Leuten vorbei. Nichts. Okay. Vielleicht haben die ja was. Oder wir finden was auf dem Weg dahin. So, und weiter geht die Reise. Das machen wir dann, wenn wir das Essen aufgetrieben haben, würde ich mal sagen. Im Moment ist es ja eh noch halb hingestellt. Wie gesagt, weiter geht jetzt die Reise. Durchs Wasser gehe ich im Moment ungern. Was haben wir denn da? Es gibt bestimmt noch einiges zu entdecken. Wie? Diese Angel. Richtig, Cogsworth. Jetzt wird gehamstert. So, einmal hier drüber. Das ist nichts. Hier gibt es hier noch irgendwas Interessantes zu sehen, abgesehen von dieser Badewanne, die hier rumliegt, und einem Hund. Drei Hunden. Was? Wieso habe ich denn den dabei?
Das war jetzt nicht so ganz geplant, eigentlich. Richtig. Ne? Oh, was für ein hübscher Hund. Viel hübscher wie der Dogmeat, nicht. Der wilde Mischling. Der wilde. Der sehr hässliche Mischling. Oh Gott, wie schlimm war denn das gerade? Na gut. Darf auch mal. Was schießt du jetzt? Nein, nein, guck, das reicht schon soweit. Aber die sehen so lecker aus. Dann warum hat der Hund eine Haarbürste dabei? Und einen Superkleber. Ich frag einfach mal nicht. Ich frag nicht. Okay. Das ist aber ein bisschen doof, ist es, dass ich die Minigun dabei hatte. Das wollte ich jetzt nicht. Den geben wir jetzt einfach. Den Cotswolf. So. Darfst du haben. Kann man dem eigentlich irgendwas anziehen? Ich glaube nicht, gell? Aha. Eine Karottenblume, aber leider keine passende Karotte dazu. Hm. Oh, ich liebe auch Fallout. Was? Ich glaube eher, du bist Feind, oder? Wenn du es so haben willst. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich dachte, ich probiere es mal freundlich, aber ich glaube, die gute Frau möchte wieder kopflos sein. Ne? Ne? Oder zersäbelt. Ja, voll. Was hat's jetzt hier gehabt? Ein Fancy-Kuchen? Oh. Die könnte sogar besser sein wie die von uns. Hm. Einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Hat die gerade ziehen geübt? Ja, tatsächlich, ich werd verrückt. Das ist ein nettes Detail, oder? Naja, ich habe auch ziehen geübt an ihr. So, was haben wir denn hier? Die muss doch hier irgendwo sein. Hier. 22, 188, 119. So, und das ist unsere, die wir gerade anhaben. 188, Komfortgriff. Und hier die ja taktisch. Ich glaube, ähnlich. Ich nehme jetzt aber trotzdem die, weil die einfach einen höheren Wert hat. Ja. Ist doch gar nicht mal übel. Hallöchen übrigens. Wie sie einfach an dem Ziel geübt hat. So. Das ist nicht schlecht. Okay, ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit, oder? Karte? Ja, es ist gar nicht mehr so weit. Vom Wegen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu entdecken. Abgesehen von diesem kleinen Wäldchen hier. Hm. Kraxwolf noch da? Wunderbar. Mhm. Das ist doch mal nice. Mir hat es das Ziel wie sehr angetan. Es sieht einfach so cool aus. So. Okay, so. Was ist das? Ach, nur der Rabe. Kann man den Raben eigentlich looten, wenn man erschießt? Das muss ich ganz kurz ausprobieren. Entschuldigt, Peter. Nein. Vor allem habe ich anscheinend den Kopf... Na gut, okay. Nichts getroffen. Das sieht hier irgendwie voll nach Supermutanten aus, hier da hinten. Ich weiß nicht. Ich mache meinen kleinen Bogen darum. Genauso wie da vorne und eigentlich überhaupt überall. Eine Maulwurfsratte. Da kann ich doch einmal kurz die Klinge, den Kreuzschlüssel mit Klinge ausprobieren. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Ich bin eigentlich, wie gesagt, nicht so der Nahkämpfer bei Fallout, aber ich dachte mir, da ist eine Klinge dran. Das muss ich ausprobieren. Na no, gut. Oh, das läuft doch mal auch nicht. Au! Was denn? Gehst du voll? Alter, die ist... Oh, Blut bespritzt. Ja, wie drei. Noch irgendwo ein Viech da. So. Hm, Essen. Essen, Essen, Essen. Und ich möchte eigentlich noch schnell zum Brahmin, bevor er weg ist. Da war doch nämlich gerade einer da hinten.
speichern, der speichert doch automatisch ab und an. Alter, was? Was ist das denn? Hier. Alter, was für ein wunderschönes Geschöpf, Natur. Natürliches Geschöpf. Oh. Was? Nein, Kotzwerf, lass das Vieh in Ruhe. Wir interessieren uns hier für diesen zu gedingsten He. Yes. Aber nicht nur hier der Dings. Ich möchte eigentlich auch die Army-Klamotten mitnehmen gerne, aber das geht nicht. Eine Power-Rüstung! Eine Power-Rüstung. Was war das? Wie nice. Die nehmen wir gleich mal. Achso. Okay, cool. Danke für den Tipp. Eine Hubblume. Aha. Na gut, um dein und mein Gewissen zu beruhigen, gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. Jetzt hast du mir Angst gemacht. So. Ah, okay. So, überschreiben. Yes. So, auf die Schnelle haben wir ja gleich. Okay. Alter, die Klinge fasziniert mich gerade dezent, ehrlich gesagt. Und die Power-Rüstung auch, die will ich eigentlich mitnehmen. Oder die Einzelteile, was wäre gescheiter? Ich habe noch eine Batterie da. Ah, nicht, ja, die andere haben wir mitgenommen. Nice. Ist er noch da? Ich weiß nicht. Creeper, der hat mir den Tipp gegeben, die Fusionsbatterie wieder mitzunehmen. Komme ich hier rein? Ja, hier. Okay, den kann ich, glaube ich, auch nichts wegnehmen. Gibt es vielleicht hier noch irgendwas im Cockpit? Nein. Nein. Nein, nein. Na gut. Ah, hier noch eine kleine Munitionskiste. Eine Holzkiste eher. Und weiterhin ein leuchtender Pilz. Okay, dann zurück. Zur guten Power-Rüstung. Power-Rüstung hier. Eventuell, ja. Wie bei Resident Evil. Weiter geht's. Mit der Power-Rüstung eine Axt in der Hand. Ein Schraubenschlüssel mit Klinge, Entschuldigung. Die verdächtigerweise ausschaut wie eine Axt. Wie es halt auch schon. Ey, ich würde mich mal gern von vorne sehen. Wie ein Wahnsinniger. Die Power-Rüstung ohne Helm, eine Axt in der Hand und noch eine Gasmaske vorne dran. Das ist der Stoff, von der, aus dem Horrorfilme gemacht sind. So, okay. Hier lang. Eine verstrahlte Distel. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Was ist denn das? Eine Radaranlage. Mal kurz vorbeilaufen. Ganz kurz. Ich glaube, ich werde es bereuen. Ich probiere es trotzdem. Nein, nein. Alter, was war denn das? Was hier gerade so... Erstmal schießen. Ah ja. Okay, Kurzwurf, Angriff! Ach, die Waffe wegstecken. Okay, cool, danke für den Tipp. So, lieber Raider. Hier machst du mal die Bekanntschaft mit Kurzwurf. Hundefutter in der Dose. Leckerchen. Einen Vodka. Jawohl, Munition. Sehr nice. Baseballhandschuh. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ein Stimpack, eine Impro-Pistole. Linkes Bein. Vielleicht fehlt die sogar noch. Ja, anscheinend echt. Ist einfach in die Luft geflogen. Ist aber ist ja noch alles halbwegs heile. Hier.